Ja, meine Damen und Herren, nach einer jahrzehntelangen Odyssee durch die Gewässer des deutschen Profifußballs bin ich dann jetzt doch relativ sicher am Steuer dieses Bootes. Muss jetzt allerdings aufpassen, nicht in gefährliche Gewässer zu geraten. In der Bundesliga stehen wir auf einem Abstiegsplatz, allerdings sind erst 3 Spieltage gespielt, das hat noch überhaupt nichts zu bedeuten. In der Königsklasse und im DFB-Pokal sind wir super dominant aufgetreten. So soll es weitergehen, aber ja, in der Bundesliga herrscht jetzt schon etwas Vorsicht. Wir müssen unbedingt in diesem Part mindestens 4 Punkte in den 2 Bundesligaspielen holen. Und Paris Saint-Germain wird wohl auch der stärkste Gegner in dieser Gruppe sein. Wir wollen weiterhin ungeschlagen in der Königsklasse bleiben. Zappa ist verletzt und wird besucht. Man spielt mit dem Gedanken, in der Bundesliga auch mal etwas zu variieren. Der junge Dötsch überzeugt bisher ziemlich. Also der macht das echt gut bisher. Wird jetzt allerdings vielleicht auch, um ihn jetzt auch nicht völlig zu verheizen, mal eine Pause bekommen. So, die 3 von der Tanke da vorne sind alle 3 28. Haben die auch alle an ähnlichen Tagen Geburtstag oder was? Das muss ich. Ach nee, Filippotto gehört ja eigentlich nicht dazu. Der Ogbu ist noch 27, okay. Gut, aber dennoch nochmal alles Gute nachträglich. Und ja, wir schicken ins Einzeltraining einfach mal den Schrenn. Wir müssen besser werden bei den Freistößen. Trainieren wir mal leichte Kondition und Krafttraining. Abseitsfalle. Noch 2-mal Anti-Abseitsfalle und auch 1-mal Passspiel. So, konditionell haben noch einige ein bisschen gelitten. Wir gehen ins Sondertraining, aber nee, auch nur die beiden. Immobilien oder Naturalien oder dergleichen wollen, kaufe also meine Bäume, Wald meine ich. Ne? Ich kaufe erstmal ein Reihenhaus für 430.000 Euro. So, sind die Bedürfnisse auch befriedigt? Die Fans wollen auch befriedigt werden, zumindest tickettechnisch. 500 hier, 500 da. Ich habe 198.000 für Aktien. Ich kaufe gerne Aktien vom BVB. Im Wert von ja fast 200.000 Euro. Nochmal auf den Kurs achte ich gar nicht. Ich kaufe einfach alles, was da ist. Ich habe jetzt 0,18%. Otmar 182. What's my age again? Prozent der Aktien hier. Damn it. So, wir haben in der letzten Woche 5,8 Millionen Euro verloren. Haben aber noch fast 100 Millionen auf der hohen Kante. So, Zappa wird besucht. Dennis Ibe, der Jugendspieler, hat sich stark verbessert auf dem Steckpferd. Die Jugend wird jetzt ja maximal auch gefördert. Ich würde eigentlich gerne noch mehr Geld reinpumpen. Ja, das ist das Thema. Uri Orkland rückt auch in die Jugendmannschaft auf. Da müssen wir gar nicht die Leute abwerben. Die kommen einfach von selbst zu uns. Wir sind das Maß der Dinge. Wir wollen es auch bleiben in der Königsklasse. Spielt Striso. Wir haben am letzten Spieltag in der Bundesliga verloren. Deswegen, Filippotto bleibt mal drin. Zappa und Stanisavljevic sind noch verletzt. Der Swanberg wird mal in der Bundesliga die Chance bekommen. Hier und heute spielt mal Hemming für Drachmann. Und Dötsch. Er hat das soweit gut gemacht, aber hier und heute nehme ich ihn erstmal wieder raus. Steiner und Simon machen das. Luschaschenko Sissoko rutscht erstmal auch wieder raus. Schrenn. Na wohl. Das reicht erstmal soweit an Rotation. Paris ist sogar auf dem Papier minimal stärker als wir. Das kann mir so nicht schmecken. Dann machen wir doch lieber Vertainen und Simon. So, jetzt ist es ein absolutes Spiel auf Augenhöhe. Mehr auf Augenhöhe geht nicht. Die Creme de la Creme spielt gegeneinander. Wenn wir hier weiterhin ungeschlagen in der Champions League bleiben, dann wird das viel bedeuten. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Wir haben die Ansprache verstanden. Parc des Princes, oder wie kriegt man es aus? 49.000 ausverkauft, über 5.000 Dortmunder. Ein Hexenkessel. Birdie Vogt zippt 0-3 auf uns und die wollen wir auch holen. 3 Punkte. So, das ist vielleicht der schwerste Gegner, den wir bisher hatten, seitdem ich hier beim BVB bin. Die vielleicht beiden besten Clubs der Welt spielen gegeneinander. Ich möchte mich ja nicht selber loben, aber just spitting facts. So, Brancolini auf Hector gegen Lagnon ins Mittelfeld. Mit französischen Gegnern haben wir ja gute Erfahrungen gemacht. Bis jetzt Olympique Nîmes oder Olympique Marseille war. So, Hector dreht sich. Was für ein Hammer und er haut ihn rein. Don't touch this. Hector mit dem 1-0 für Paris.
Aber direkter Ausgleichstreffer durch Pyri Gyamfi. Der Mann, der mehr Ys im Namen trägt als jeder andere Mensch auf dem Planeten. Jetzt Jung auf den anderen Flügel. Abu Fani mit einer scharfen Flanke in den Strafraum. Der Ball landet immer aus. In der Bundesliga warten wir auf den Sieg in dem Pokalwettbewerb. Haben wir gut abgeschnitten. Filopoto hat sich den Ball zu weit vorgelegt. Jung gegen Simon. Der gewinnt entschlossen den Zweikampf. Fällt hier noch ein Tor in der ersten Halbzeit. Ja, leider ein Eigentor. Hemming, ich habe ihn reingenommen, jetzt trifft er das eigene Tor. Wir haben nochmal einen Eckball. Simon dreht das Ventil nach oben, schlägt ihn mal hinter das Tor. Das war nicht gut. Wir liegen leider 2:1 hinten. Es liegt die erste Niederlage in der Königsklasse ever in der Luft. Gyamfi bekommt ein Lob. So Männer, jetzt geben wir unseren Widerstand auf und gehen zum Angriff über. Angriff. So, können wir den Ausgleich erzielen. Ja, Filopoto trifft mal wieder in der Königsklasse Vorlage. Romeo Moore. Können wir das Spiel drehen. So, Tahiri spielt hier und heute schlecht, deswegen kommt Schwenk für ihn rein. Tahiri hat bisher in den Pokalwettbewerben gut getroffen, in der Bundesliga noch nicht. Jetzt hier und heute hat es aber auch nicht so gut geklappt. Ich erhöhe mal auch den Einsatz ein bisschen. Gegen so einen starken Gegner ist das nötig und ich wechsle auch. Gyamfi und das Santos spielen beide gut. Dann bringe ich mal Shashenko für Nanon. Bisschen offensiver, noch ein bisschen auf Risiko gehen. Verteinen spielt er auch nicht so gut. Deswegen kommt Steiner für ihn und wechseln die Seiten. So, dreimal gewechselt. Was geht jetzt hier noch in den letzten 15 Minuten? Janssens mit dem Einwurf auf Jung. Den Punkt nehmen wir sonst. Bisher bei jeder unserer Schüsse drin. Rätsel flankt in die Mitte. Strisu stürzt raus, hat den Ball sicher. So, Mohr gegen Krapikas. Spielt zu Tor ausnehmen. Der Schrenn ist auch froh, dass er jetzt immer mitspielen darf international. Mihai stoppt den Ball. Passt auf den rechten Flügel, läuft in den Strafraum. Mohr zurückgelegt auf Shashenko. Der hat freie Schussbahn und haut einfach mal drauf. Und der Ball ist drin. Wir haben das Spiel gedreht. Und jetzt riecht es hier tatsächlich auf einmal nach Sieg. Shashenko trifft. Vorlage rum. Junge. Gelbe Karte für Steiner. Der kriegt immer schnelle Karten. Wie beim Skat. So, Paris haben wir jetzt nochmal den Eckball. Können wir das Spiel jetzt tatsächlich gewinnen? Zierer, kein Problem für Strisu. Noch 10 Minuten auf der Uhr. Gelbe Karte für Simon. Absichtliches Handspiel. Und nochmal ein Eckball für uns. Es riecht nach Dreier. Simon auf den kurzen Pfosten. Mihai verlängert auf Schrenn. Der verlängert nochmal. Filopoto nimmt den Ball aus der Luft. Aber Liebelt kann den Ball abwehren. Es gibt nochmal Eckball. Es riecht nach Dreier. Simon. Steht nicht die besten Ecken bisher in dieser Saison. Jetzt packt der Keeper sicher zu und wir gewinnen tatsächlich mit 2:3. Das war ein aufregendes Spiel. Wir lagen hinten, haben das Spiel, wir lagen mehrfach hinten, haben das Spiel gedreht, trotz Eigentor. Kassieren 600.000 Euro Fernseheinnahmen, 53% Quote bei Sport 1, nochmal 840.000 Euro Prämien kassiert, 172.000 Euro Prämien bezahlt. Vieira der beste Spieler, obwohl sie verloren haben, die Pariser. Spiel bekommt die Note 3. Ja, mit Parisern kenne ich mich aus. Und wir haben auch hier diesen starken, diesen mehr als starken Gegner, stärker geht es kaum, Gegner geschlagen. Würzburg, die haben uns geschlagen am letzten Wochenende, die gewinnen mit 2:1 gegen Girondin Bordeaux. Bielefeld gewinnt mit 1:0 gegen Nordsjælland. Minimalistisch, mit einem Tor stehen die Bielefelder ganz oben. Bei uns sah es ein bisschen anders aus. Rostock spielt 1:1 gegen Liberec und wir gewinnen 2:3 in Paris. Damit haben wir das schwerste Spiel dieser Gruppenphase schon mal gewonnen, sind Tabellenführer. Paris mit 0 Punkten auf dem letzten Platz. Alexandria hat 0:0 gegen Wesker gespielt in der Euroleague-Quali. Sehen wir, dass Düsseldorf raus ist. Gegen Cardiff verloren. Also einmal gewonnen, einmal verloren, aber dann unterm Strich rausgeflogen. Was ist da denn los? Ja. So, jetzt die Auslosung der Europa League. SC Freiburg gegen Aitemis Alanyaspor. Wo sind denn jetzt die Deutschen? Ah, Eintracht Frankfurt gegen Lechia Gdansk. Wo ist Walter? Wo ist Deutschland? Wo ist Ivan? Der ist doch kaputt. So, mehr deutsche Clubs haben wir hier nicht. Nur Frankfurt und Freiburg. Ja gut, wir haben in der Königsklasse 4. Im UI-Cup ist man gescheitert. Haben Sie bei Spielerverpflichtungen in Ihrem Verein eigentlich die alleinige Entscheidungskompetenz?
Ja, natürlich. Es ist und bleibt mein Job. Ich bin auch der Erste, der hinterher gefeuert wird. Kenne ich ja. Die Abschaffung der Abseitsregel wird zurzeit beim Weltverband in Erwägung gezogen. Ihre Meinung dazu? Nein, diese Regel muss bleiben, und sie würde Fußball mit Sicherheit nicht mehr so schön sein. Wenn man den ganzen Tag mit Sport zu tun hat, treibt man da privat auch noch Sport. Also privat können sie mich mit Sport jagen, nur Schlamm catchen schaue ich mir ab und zu auch live an. So, ihr Verein verfügt zurzeit über jede Menge bares Geld. Wo werden sie schwerpunktmäßig investieren? Kommen neue Spieler? Es muss unser Ziel sein, den Verein langfristig stark zu machen. Deshalb werden wir verstärkt in das Stadion die Infrastruktur investieren, ja. So, die fragen mich immer dieselben Fragen, dann gebe ich ihnen auch immer dieselben Antworten. Domissi ist immer noch nicht so gut in Form. Wir spielen jetzt gegen den HSV, die sind aufgestiegen. Die stehen auf Platz 14. Wir brauchen jetzt den ersten Sieg der Bundesliga. Ein bisschen Rotation muss sein. Stanis Savljevic ist noch verletzt. Zappa könnte wieder spielen. Ich lasse ihn aber mal noch draußen. Svanberg kriegt jetzt einfach mal die Chance. Der Hemming hat ein Eigentor geschossen, deswegen nehme ich ihn jetzt nicht raus, aber ich möchte dem Domissi einfach mal die Chance geben, hier auch mal zu spielen. Außerdem Simon und Steiner. Schrenn darf mal für Mohr spielen. Tahir hat die Stammplatzgarantie, deswegen muss er immer von Beginn an auflaufen. Ogbu kommt mal für Filopoto rein. Obwohl, ne, ich lasse Filopoto nochmal spielen. Shashenko spielt mal von Beginn an. Sissoko geht auch zumindest mal auf die Bank. Auch der junge Dötsch geht mal zumindest auf die Bank. So, machen wir das gegen den HSV. Wir sind ganz klar hier die Favoriten. Aber gewonnen ist dieses Spiel noch lange nicht. Wir sind bereit, alles zu geben. Nur 65, nur in Anführungszeichen 65.000 Zuschauer, 3.600 Hamburger. Thomas Gottschalk tippt 1-2 auf die Gäste. Wir wollen jetzt den ersten Dreier der Bundesliga am vierten Spieltag. So, indirekter Freistoß. 20 Meter Entfernung. Steiner, Simon auf die Torwart-Ecke. Zimmermann steht perfekt im Ballon. Wenn man zu viel rotiert, macht man es falsch. Wenn man zu wenig rotiert, macht man es falsch. Wir hoffen einfach mal, dass wir hier und heute gewinnen. Hamburg wirkt hier relativ vorsichtig. Jetzt allerdings Türpitz mit dem Standard. Schön mit Schnitt. Der Ball streift das Lattenkreuz. Das war durchaus gefährlich. Igor Goden sieht gelb. Eckball für uns von der rechten Seite. Das ist eine Sache für Simon, aber der schlägt nach wie vor schlechte Ecken. Lass doch den Steiner das lieber machen. Ich überlege mal, das zu ändern. Jetzt ein direkter Freistoß für Hamburg. 20 Meter. Hamburg hat ein leichtes Chancenplus jetzt tatsächlich. Flach in die Ecke. Svanberg taucht da unten. Kommt noch mit den Fingern dran. Eckball. Gut pariert. Svanberg macht das wirklich gut bisher. Türpitz flach auf. In die Füße von Mihai. Der haut ihn mal weiter von der Mihai. Muss auch jedes Spiel hier durchziehen. Aber er liefert ja auch einen Traumpass auf Tahiri. Zimmermann stürmt raus. Tahiri wird einfach umgehauen. Das muss Rot geben. Und es gibt auch Rot. Ittrich, Schiedsrichter Ittrich gibt Rot. Und wir haben jetzt einen Mann mehr. Und Hamburg ohne Torwart. Spielt jetzt der Sterling ein Tor. Haben die keinen zweiten Torhüter? Was ist da los? Hamburg spielt jetzt ohne Stürmer. Jetzt müssen wir sie doch fertig machen. In Überzahl. Allerdings steht es noch 0-0. Svanberg bekommt einen Lob. Der macht das wirklich gut. Da sieht man mal, was das wert ist, wenn man drei starke Torhüter hat. Oder? Haben keinen zweiten Torhüter. Ja, direkt Dos Santos mit dem 1-0. Simon, die Daniels wieder. Daniel auf Daniel. Der eine mit Apostrophe. Aber David macht hier den Ausgleichstreffer. Hamburg in Unterzahl macht den Ausgleichstreffer. Jetzt allerdings Eckball. Wir müssen das Spiel gewinnen. Gerade jetzt, wo wir einen Mann mehr haben und die keinen richtigen Torhüter mehr haben. Simon. Sterling kommt raus. Der kann das doch nicht. Aber der faustet den Ball weg. Vielleicht kann das doch. Gelbe Karte für Willison. Hamburg faltet. Ich bringe dann jetzt mal Schawat für Jamfi. Domissi flach auf Schawat gegen Jansen. Er grätscht und wird überlaufen. Don't stop me now. Having such a good time. Flankt in den Strafraum. Zeitfalls hier Tahiri und Latte. Und Gordon kann vor Steiner klären. Meine Güte, der Tahiri. Wieder artistisch, aber er trifft leider nicht. Für Shashenko kommt Sissoko. Die sollen sich auch nicht so hängen lassen. Ey, können wir jetzt hier keinen Sieg in Unterzahl holen? In Überzahl nochmal den Einsatz erhöhen. Dass das jetzt überhaupt nötig ist. Hamburg fightet mit allem, was sie haben. Ich bringe nochmal Mohr. Ich bringe nochmal Dötsch für Simon. Der Dötsch hat viele Torvorlagen geliefert. Jetzt nochmal Mihai. Auch schon getroffen. Er stürmt Richtung Strafraum. Hier zur Torauslinie. Tahiri erläuft sich mal. Wird das jetzt ein Arbeitssieg? Kurz vor Schluss. Kopfball Filopoto. Sterling rutscht der Ball durch die Beine. Er bekommt sich doch noch zu fassen. Mann.
Leute, da ist er doch, das Tor Tahiri mit seinem ersten Saisontor. Ein Arbeitssieg, wenn das jetzt klappt, wenn es klappt. Aber Hamburg lässt sich noch nicht, gibt sich noch nicht auf. Die fighten hier ganz gewaltig. Respekt in jedem Fall für den HSV hier. Willison an den Strafraum. Nessel stoppt den Ball, spielt zurück. Tahiri meldet sich jetzt auch mal in der Bundesliga zu Wort hier mit seinem ersten Tor am vierten Spieltag. Da ist kein Durchkommen. Wird das jetzt ein Sieg? Nochmal Hamburg. Hamburg will es nochmal wissen. Willison auf Botani. Der stoppt den Ball mit dem Fuß, dreht sich und flankt in die Mitte. Und da ist Mihai zuerst am Ball und klärt zur Ecke. Nochmal Eckball. Leute, Leute, Leute. Ist das hier ein Fight? Türpitz, Swanberg stürmt raus und pflückt den Ball sicher runter. Swanberg ist heute eine sichere Bank. Wir gewinnen. Das war ein Arbeitssieg. Wenn man im Lexikon Arbeitssieg nachschaut, wird man hier ein Foto von dem, was Sie gerade sehen, bekommen. In der 84. Minute Tahiri in Überzahl gegen eine Mannschaft, die keinen richtigen Torwart mehr hatte über weite Strecken. Aber ja, gut, dieser Sterling, der hat das ganz gut gemacht. Wir gewinnen aber, da kann Hamburg sich also dann doch nichts von kaufen. Der erste Sieg am vierten Spieltag, 1,89 Millionen Euro, 486.000 Prämien gezahlt. Swanberg, der beste Spieler, er empfiehlt sich für weitere Einsätze. Spiel bekommt die Note 4. Naja, wir klettern von 16 auf 11. Sieht doch schon mal besser aus. Bielefeld verliert 0-2 gegen Magdeburg. Hoffenheim spielt 1-1 gegen Rostock. Freiburg verliert 0-1 gegen Kaiserslautern. Entschuldigung. Manch einer sagte ja früher mal Schulz. Bei mir kann man das erst recht machen. Aber hauen Sie mir nicht auf die Stirn. So, Freiburg verliert 0-1 gegen Kaiserslautern. Regensburg gewinnt 2-0 gegen Bayern. Düsseldorf verliert 1-4 gegen Wolfsburg. Würzburg spielt 1-1 gegen Frankfurt. Augsburg verliert auch 1-4 gegen Dynamo. Dortmund, wir gewinnen 2-1 gegen den HSV. Leipzig 0-0 gegen Union. Kein Club perfekt. Drei Clubs mit 9 Punkten. Das sind Kaiserslautern, neuer Tabellenführer, dahinter Regensburg und Dresden. Wir sind punktgleich mit Hoffenheim, Leipzig und Düsseldorf. Ganz unten HSV, Augsburg und Rostock. In der Torjägerliste niemand von uns. In der Top 20 in der Scorerliste auch niemand von uns. In der Elf des Tages Swanberg. Wir hatten das bestbesuchte Stadion. Keine Verhandlungen stehen an. Jetzt spielen wir nochmal gegen den Tabellenführer Kaiserslautern. Ich habe gesagt, wir brauchen mindestens 4 Punkte in diesem Part. 3 Punkte haben wir schon mal geholt, also in der Bundesliga. Ansonsten würde ich Änderungen an der Bundesliga-Aufstellung in Betracht ziehen. Man könnte auch mal mit 4-4-2 oder dergleichen spielen. Aber jetzt haben wir gerade gewonnen. Da werde ich jetzt gerade den Teufel tun, was zu ändern. Wir gucken mal in die Jugendabteilung. Da sind etliche, die noch einen Vorvertrag brauchen. Der Auckland, der ist schon 17, riesiges Talent. Er bekommt einen Vorvertrag und auch die Förderung direkt eingedrückt. Frimpong, mittleres Talent, kriegt auch einen Vorvertrag, jeweils 33.000. Rodriguez für 21.000 Vorvertrag und auch für 21.000 der Ebay mit einem Vorvertrag. Jugend forscht immer noch. So, wir haben zuletzt 2,1 Millionen eingenommen, haben wieder fast 100 Millionen. Da werde ich jetzt auch weiter hier investieren auf dem Gelände, kaufe mir das nächste Reihenhaus, 430.000 Euro. Die ganze Nachbarschaft wird hier aufgekauft. Ich bin ein ehrlicher Vermieter. So. Wir trainieren. Okay, hat niemand ein weiteres Sondertraining nötig? Wir trainieren mal hart die Kondition. Machen einen Staffellauf. Die Werte sind soweit okay. Frische lässt ein bisschen nach. Das war in den Vorjahren mal anders. Aber so ist das halt. Freistoß wird geübt. Abseitsfalle. Meiste können wir hervorragend, auch die miesen Tricks. Ich weiß ja nicht, wer den Leuten das beibringt, aber das ist in Dortmund, da lernt man das auf der Straße wahrscheinlich. So, Balltechnik, Flanken und Kopfball. Straßenfußballer sind ja immer beliebt. So, fremde Positionen und Sprinten. Wir führen Gespräche. Der Swanberg hat sich durchaus einen Klopfer auf die Schulter verdient. Auch jetzt mal keine englische Woche, ist auch mal schön. Der Mihai, das ist eine Respektsperson, die ihresgleichen sucht. Der Donisi hat auch mal von Beginn an gespielt, durchgespielt. Schaschenko, der muss noch hier an seinen Fähigkeiten, an seinen Schwächen arbeiten, aber ich habe ihm da ja Hausaufgaben gegeben. Er ist nach wie vor am Arbeiten. Der Mohr ist auch bald hier ein guter Dribbler. Wenn er so weitermacht, einige arbeiten hier wirklich hart an ihren Skills. So, die Fans kriegen nochmal 500 Freikarten fürs nächste Heimspiel. Möchte auch mal in der Bundesliga wieder ein ausverkauftes Haus sehen. Swanberg, du bist der Beste. Swanberg wird auch in der Bundesliga am nächsten Spieltag spielen dürfen, weil
Ja, der Striso hat nicht immer gut gespielt. Der Striso wird weiterhin in der Champions League spielen. Da ist er nicht schief gegangen. Aber wenn es nach so einer Leistung, kann ich den Swanberg jetzt nicht rausnehmen. Die sind ja sowieso fast identisch, was ihre Stärke angeht. Was ihre Qualität angeht. So, wenn ich mir Giamfi so anschaue, er ist nicht mehr der Jüngste, früher war er auch mal schneller. Gut, das geht mir auch so, aber man lernt, man kompensiert das ja im Alter durch, ne? die Raffinesse, die Gewieftheit, wie man so schön sagt. So, Giamfi. Und Stanisavljevic hat sich zum Raucher entwickelt. Hört doch auf mit dieser Scheißraucherei. Muss man das im Jahr 2083 noch machen? Konditionshandicap. 5% geht ihm da alles wieder. Giamfi ist nicht mehr so schnell, wie er mal war. Wir spielen gegen die Roten Teufel. Ich kann den Betzenberg schon sehen. Wir haben das letzte Spiel gewonnen, wenn auch mit Mühe und Not. Ich variiere zumindest mal auf der Bank etwas. Der Dötsch, der hat das bisher gut gemacht, aber ich kann ihn jetzt auch nicht jede Woche aufstellen. Aber ne, Quatsch, ich setze ihn einfach mal auf die Bank. Ne, obwohl den. Wenn wir so wenig verletzt haben, dann kann man das nicht unbedingt so machen. Latein und Drachmann. Ja, ihr werdet in der Champions League noch zum Einsatz kommen. Wir spielen jetzt so gegen Kaiserslautern. Die sind Tabellenführer. Ausverkauftes Fritz-Walter-Stadion. Ein Drittel der Zuschauer sind Dortmunder. Johann Lafer tippt 5:1. Wir brauchen direkt den zweiten Sieg in der Bundesliga. Los geht's. 20 Minuten rum, es ist überhaupt nichts passiert. Jetzt Viana mit der Flanke. Direkt am Namen Suarez und Swanberg hat damit keine Probleme. Gegen den Tabellenführer geht es jetzt hier heiß her. Halbe Stunde rum, Tolleisen siegt den gelben Karton. Eckball für uns von der rechten Seite. Hier am fünften Spieltag. Simon schlägt immer noch die Eckbälle, weil er wirft sich dazwischen und es gibt nochmal Eckball. Ich sollte überlegen, wenn die Ecken jetzt nicht besser werden, dass ich dem Steiner da den Vorzug gebe. Simon an die Strafraum mit, aber Waldes kann klären. Die Ecken waren jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht so toll. So, wir spielen alle mittelmäßig bis gut. Dos Santos gibt einfach mal ein Lob. Die Mannschaft spielt auch gut. Die sollen das Spiel so schnell nicht vergessen. Ich will Tore, Tore, Tore. Das ist eine solide Vorstellung hier gegen einen starken Gegner. Hier ist ein Sieg drin. Simon zieht den Ball in die Strafraummitte und fahrt ja Mihai. Artistisch gemacht mal wieder das Tor des Monats hier. Und Mihai schon mit dem zweiten Saisontor. Ja, dann kann der Simon doch die Ecken erstmal weiterschießen. Die waren nämlich verdammt gut, die Ecke gerade. Jetzt ein Eckball für die Löwen, wollte ich schon sagen. Für die Teufel. Domisi Kanter. Der Mihai mit dem zweiten Saisontor. Was für eins. Wir machen hier ein Fallrückzieher-Tor nach dem anderen. Es ist auch was fürs Auge, was wir hier bieten. Nicht nur der Trainer, auch die Tore. So, 20 Meter jetzt der Schuss. Knapp vorbeigeschossen, Dompe. Für Schaschenko kommt jetzt mal Gnaldon rein. Der mich auch schon wieder halb beleidigt wirkt. Gelbe Karte für Valdes. So, für Tahiri kommt jetzt einfach mal Okbu ins Zentrum. Das soll er auch mal machen. Seitfallzieher für Lopetron. Ja, wir machen Fallrückzieher, Seitfallzieher. Mihai, der zieht die Fäden, macht hier die Vorlage. Und für Giamfi kommt Chavard, dreimal gewechselt. Für Lopoto trifft und Valdes mit dem Anschlusstreffer. Noch ist das Spiel ja nicht entschieden. Fallrückzieher, Seitfallzieher, aber die Teufel erstmal. Nicht, dass wir den 2:0 hier aus der Hand geben. Suarez kontrolliert das Leder, spielt Richtung Mittellinie. Zubaydat auf den linken Flügel, da kommt keiner mehr ran. Eckball für Lautern, die wollen es nochmal wissen. Von rechts, weil er es hart an den Fünfer. Knasmüller kommt irgendwie mit dem Kopf an den Ball und lenkt ihn aufs Eck. Der Ball ist drin. Meine Güte, wir führen 2:0 und geben es aus der Hand. Das gibt's doch nicht. Jetzt steht es auf einmal 2:2. Was passiert denn noch? Können wir nochmal zurückkommen? Steiner. Steiner auf Chavard. Chavard auf rechts außen. Steiner nimmt den Ball perfekt an. Präzise Flanke. Kopfball Okbu und Eckball. Auch wenn der Ball gar nicht aufs Tor gegangen wäre. Eckball von rechts. Nochmal die Chance, das Spiel doch noch zu gewinnen. Sonst haben wir hier 2 Punkte liegen gelassen. Simon hat doch eben eine gute Ecke geschlagen. Haut den Ball jetzt mit sehr viel Schnitt in die Mitte. Und da ist Erden, der Keeper, und faustet den Ball weg. Wir führen 2:0 und spielen 2:2. Ich meine, wir haben kürzlich gegen Freiburg dasselbe andersrum gemacht. Jetzt ist es mal wieder zu unseren Ungunsten. Kaiserslautern mit dem Comeback in der letzten Viertelstunde. Aber wir haben zumindest einen Punkt geholt, wir haben zumindest die 4 Punkte aus den 2 Spielen geholt, die wir holen wollten. Wenn wir die nicht geholt hätten, dann hätte ich mal an der Formation was geändert. Jetzt haben wir sie erstmal geholt, gefühlt fast immer gegen starke Gegner. 429.000 Euro Prämie gezahlt, die Prämien sind üppig, aber ja. Filippo, der beste Spieler, der jetzt auch in der Bundesliga häufiger trifft. Hier bekommt die Note 3, wir bleiben auf Platz 11. Aber gut, das war der 5. Spieltag.
Der Weg geht in die richtige Richtung. So, Dresden ist neuer Tabellenführer. Wolfsburg spielt 0-0 gegen Leipzig. Bayern 1-1 gegen Bielefeld. Magdeburg gewinnt 3-0 gegen Regensburg. Dresden gewinnt 3-0 gegen Düsseldorf. 3-0 ist ja das Motto. Frankfurt gewinnt 3-0 gegen Freiburg. Würzburg gewinnt 3-0 in Hamburg. Union gewinnt 1-0 gegen Hoffenheim. Rostock gewinnt 1-0 gegen Augsburg. Und wir spielen 2-2 in Kaiserslautern. Dresden 12 Punkte, Würzburg 10 Punkte, Lautern 10 Punkte. Ja, der Titelverteidiger spielt wieder oben mit. Das sieht man auch nicht jedes Jahr. Bayern München übrigens mal auf Platz 8. Wir sind punktgleich mit Leipzig. Ganz unten Düsseldorf, HSV und Augsburg. Wir haben nur einen Punkt mehr als der Tabellen-16. Wir haben allerdings auch nur 3 Punkte weniger als der Tabellen-4. Das ist noch zu früh, um es wirklich zu beurteilen. In der Torjägerliste Filopoto und Mihai in der Top 10. In der Scorerliste Filopoto, Simon und Mihai in der Top 20. In der 11 des Tages Filopoto. Wir waren im bestbesuchten Stadion zu Gast. Dötsch wird zum Kauf umworben. Ich möchte ihn eigentlich nicht abgeben. Aber ich muss mir jedes Angebot anhören. Er macht bisher einen guten Eindruck. Ich habe ja gern einen Jugendspieler mindestens hier unter meinen Fittichen. 450.000 Euro verloren in der letzten Woche. Presidium ist zufrieden, dass ich das noch erleben darf. Die Fans beten mich an. Gucken wir mal in die Statistiken. In der Heimtabelle stehen wir auf Platz 9, in der Auswärtstabelle auf Platz 12. In der Tabelle der ersten Halbzeit auf Platz 16. Wir haben noch keine erste Halbzeit gewonnen, das sah mal besser aus. Tabelle zweite Halbzeit Platz 5. In der zweiten Liga haben wir oben Halle, Mainz und Bremen und nochmal Paderborn, Aue, Gladbach und Nürnberg. Die letzten beiden noch ohne Sieg. Die ersten beiden noch ohne Niederlage. Regionalliga Nord, oben Braunschweig und Uerdingen, Braunschweig noch ohne Niederlage, Leverkusen auf Platz 3 auch noch ohne Niederlage, auf Platz 15 bis 18 Flensburg, Jena, Meuselwitz und Nordhausen. Jetzt klingelt hier schon das Telefon. Entschuldigen Sie die Aufnahmeunterbrechung, da hat der Präsident angerufen. Ich habe ihm gesagt, passen Sie mal auf. Und dann hatten wir ein kurzes Gespräch. So, wir gehen zurück zu dem, wo wir stehen geblieben waren. Wo waren wir stehen geblieben? Bei den Statistiken. Regionalliga Nord, oben Braunschweig, Uerdingen. Freut mich, dass Uerdingen auf 2 ist. Unten Flensburg, Jena, Meuselwitz, Nordhausen. Hier haben wir oben Bayreuth und Unterhaching. Unten Mainz, 2 Burghausen, Saarbrücken und Pirmasens. Unsere Jugendabteilung. Alle wieder in der Bundesliga. Die A-Jugend ist auf Platz 3. Die B-Jugend auf Platz 8. Und die C-Jugend auf Platz 7. Das ist alles gut, alles innerhalb der ersten Tabellenhälfte. Wir haben einen ausgeliehenen Spieler, das ist der Herr Wut Martin mit Oxen. Der raucht auch und der hat für Aue noch keinmal gespielt. Aue steht in der zweiten Liga auf Platz 16. Da kann man den jungen Mann nochmal reinschmeißen. So, wir haben zumindest in diesem Part 2 Siege und ein Remis geholt. Das ist der Weg in die richtige Richtung, auch wenn wir gegen Kaiserslautern 2 Punkte verschenkt haben. Jetzt haben wir aber wieder eine hoffentlich 100.000 plus Ticketwoche, vielleicht noch 160.000 Ticketwoche gegen West Ham und gegen Wolfsburg. Und danach spielen wir in Berlin beim 1. FC Union. Wolfsburg und Union, die stehen auf Rang 5 und Rang 12. Wir wollen uns oben ranpirschen. Noch ist die Tabelle ohne besondere Aussagekraft. Das wird sich allerdings ändern. Wir haben diesmal unseren Soll erfüllt. Die Grundgebühr war auch mit drin. Und nächstes Mal gegen Wesker und Co. wird sie das auch sein. Also lassen Sie gerne ein Abonnement da oder einen Kommentar. Grüßen Sie wen in den Kommentaren. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bye, bye.